Herzlich willkommen zum 16. Part. Wir sind immer noch im Aschelen. Und hier würde ich gerne hoch. Oh ja. Die hat mich gerade genug mit Gegnern zugesperrt. Jetzt komm mal her, du kleine Wichser. Bam, so. Behindertenreiter, ey. Wäre das selbst einer. Er kann uns nicht alle töten. Oh, doch kann ich. Hiermit kann ich nämlich alle töten. Genau das hat mir jetzt noch gefehlt, ey. Leck mal doch hier. Ich hab einen neuen Part angefangen. Weil ganz geschillt einfach. Was kommt? So eine riesige Scheißfläche, ey. Aua. Und zack. Bam, 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 und stimmt. Hey, wir, du gehst ja auch auf die Eier, du stirbst so. Er kann uns nicht alle töten. Wir haben noch Pfanne. Und hey, wir. Weißt du eigentlich, dass er mir fett auf die Eier geht, der Typ hier? Na endlich! Knick gebrochen. Am Arsch. Am Arsch, ich bin weggegangen. Er kann uns nicht alle töten.
Ja, doch, doch, das kann ich. Der ging aber schneller. Sein Tod wird uns Ruhm bringen. Zwischenboss oder wie? Du enttäuscht mich heute. Du siehst von hier oben ziemlich klein aus. Du kannst mir in die Augen sehen, wenn ich dich töte. Mal sehen, wie weit du kommst, Reiter. Mit nur zwei Beinen, die dich tragen. Am Arsch, du kleiner Hurensohn, ich kill dich. Okay, ich bin der Meinung, das kann natürlich was bringen. Arsch. Aua. Das tut vielleicht weh, du kleiner Hund. Bloß herkommen. Bam in your face. Jetzt Mann gegen Mann. Lass nichts von ihm über. Seht nur, wie er sich duckt. Arschkraft! Hier doch mal hier, ey. Du kämpfst gut! Ich werde dies schnell geschehen lassen, aber nicht schmerzlos. Am Arsch! Er kann uns nicht alle töten! Ah, schickt er so viel auf mich, ey. Ja, wie oft wird man das jetzt noch sagen? Okay, das sollte ich vielleicht ausweichen. Aber... Du kämpfst gut! Okay, nach hinten ausweichen bringt nicht allzu viel. Er kann uns nicht alle töten. Seht nur, wie er sich duckt. Du ehrst mich, Reiter. Er hat ja gesagt, du kannst mir in die Augen gucken, wenn ich dich töte.
nicht alle töten! Wie oft noch? Doch, das kann ich. Aua! Was zum Teufel machst du? Das Ding hat den Verstand verloren. Töte es! Das reicht, sage ich. Erledige den Gaul! Ruin. Ich kämpfe nicht gegen dich. Du Narr! Ich befehle dir, diesem Klepper zu! Und wenn nicht, bringst du mich dann um. Darauf lasse ich es ankommen. Seid ihr nicht gut unterhalten? Das sah mal sowas von nice aus. Ruin. Krieg und Ruin sind wieder vereint. Während Krieg auf Ruin reitet, werden seine Schwertangriffe sehr mächtig. Drücken sie LB und RB um Ruin. Ich wusste, dass mir das Fett irgendwie vorkommt. Kann. Die Chaos kommt, naja, aber. Was ist die? Alter, warum habe ich jetzt übelst die Frame im Buch, oder? Alter, am Arsch! Dass ihr wieder zusammen seid, treibt mir eine kleine Träne ins Auge. Können wir jetzt gehen? Dieses schmutzige Vieh ist vielleicht deine einzige Hoffnung, den Stygian zu finden. Jetzt hinrennen. Okay. Muss ich jetzt hin? Hast du das gesehen? Unmittelbar bevor es dich erwischt hat, hat in seinem Maul etwas aufgeleuchtet. Komm, greif mich an, du kleines Hurenvieh. Ah,
Los, komm. Ich werde sowas so machen. Komm. Ich muss halt immer stürmen für dich, du kleines Wichsvieh. Also doch, da muss ich jetzt gerade stürmen, sonst wenn ich mich erst kalt erwischt. Also wie ich das natürlich kenne, bin ich dann erst kalt tot. Ich muss so mit Schwert, mit Pferd finishen. Ach du Scheiße. Kleiner Blutring gefällig. Wenn ich das auch mit den Stigern machen müsste. Gut gemacht. Aber das war nur ein Vorgeschmack auf den Stygian. Er ist der größte und böseste von denen. Okay. Ab hier muss ich weiterlaufen. Ich will aber nicht laufen. Ich bin Gamer. Arsch, du bist gerade fett krepiert. Der erste, so, der zweite, du, gestern Lasert, ja. Das alles.
Nee. Mit so wenig Leben schaffe ich es bloß. Weil ich ein scheiß Lacker bin. Aber ich setze in ihrem Aschland ganz schön viele Gegnermassen entgegen. Klingengeysir. Am Arsch. Ich brauche eine Waffe. Na, was ich noch nebenbei ankündigen wollte. Roberto ist mal wieder etwas aktiver auf unserem Kanal wieder. Das war ein süßer Headshot. Er wird Black Ops 2 mal streamen. Oder mal gucken, wie das ankommt, wenn er streamt. Wenn man so nebenbei ankündigen wollte. Am Arsch! Lad nach. Am Arsch. Das war ein bisschen mies, wenn ich Typen, die am Boden liegen, abschieße. Ich behalte das Ding mal lieber. Oder auch nicht. Was da? Hier ist wieder ein Artefakt, das hört ich. Was ist das? Ich muss dann nebenbei fragen kann, wie viel Artefakte habe ich. Ja, viele. Zwar nicht alle, aber die meisten. Aber ich weiß ganz genau. Dass ich hier nicht hoch kann. Obwohl es auf der Karte so angezeigt ist. Oh Mann, die nervt das dann. Ey, die setzen mir die einfachsten Gegner vors Gesicht. Bam. Und Kapier. So, kann ich perfekt anbrechen gerade. Weil ich dachte, ich hab Drüsten drin, aber doch nicht. Ja, Wohlgrimm. Am Arsch, da ist das Digien.
aufgeladene Angriffe mit dem Quetzpinger. Entreißt Gegner Zornsee. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. Eine ausgezeichnete Wahl. Du verhandelst äußerst Wie kann ich, bescheidener Händler, dir dienen? Auf Wiedersehen, bis bald. Das ist also der Stygia. Anscheinend haben sie ihn ziemlich gut angebunden. Jetzt musst du da rein und zu Ende bringen, was sie begonnen haben. Es ist einfach sehr glücklich an und sehe ganz genau, dass es nicht so einfach so viel Kraft gegeben hat. Yeah. Wie soll ich denn das Ding verletzen, bitte? Los, Reiter! Mach das, wozu du geboren bist! Frieden! Ja, na sicher, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Nein, whoa. Ja, ohne dass er mich erwischt hat. Ich habe eine Vermutung, die ich eben machen muss. Lol, hat mich nicht getroffen.
So dachte ich mir das jetzt irgendwie auch. Weil jetzt habe ich seine Maul auch offen, wenn er mich angreift. Komm, greif mal an, dass ich das zeigen kann. Greif an jetzt! Am Arsch! Aua. Alter, wie soll ich mich halt bitte besiegen? Armer. Wie ich nicht weiß, wie ich die liebe. Am Arsch, ey. So muss ich die killen. Basan! Na! Verpiss dich. Ey, wie scheiße knapp das gerade war. Leck mich doch. Gitter, er macht nahezu. Am Arsch macht er einen Abzug. Alter. Nein, nicht schon wieder. Ah, er kommt da hoch. Scheiße. Am Arsch. Am Arsch kommt er wieder hoch. Und er ist in den Stygian drinne. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ey. Sammel benötigt diesen Gegenstand voll der mächtigen magischen Energie, um Zugang zum schwarzen Turm zu gewinnen. Ja, wieder Lebensstein. Ich schätze, hier gibt es nichts mehr zu tun, außer das Herz des Stygians zu Samael zu bringen. Und doch, all diese Herzen und die Macht, die er von ihnen bekommt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. So. Wir gehen noch die Folge zusammen, ey, und dann war es das auch für diese Folge.
Wir haben es sogar geschafft, ohne zu kopieren. Bravo. Weil jetzt kann ich ja nämlich reiten. Ich kann zwar nicht hier reiten, aber ich kann reiten. Heißt auch nicht umsonst Reiter. Ich könnte die Chaosform auch nutzen, aber was bringt mir das, die zu nutzen? Und so wieder die normale Wild. Ja, Samael, mein Buddy hier. Eines noch. Nur ein einziges. Und dann, Krieg, bekommst du deinen Thron. Silithas mit Netzen durchsetzte Höhle ist weit hinter einer großen Spalte im Ascheland. Huin muss noch viel seiner Kraft zurückgewinnen. Aber er wird die Strecke schaffen. Und was Silita betrifft, reite einfach dorthin und sie wird dich finden. Die Brutmutter ist eine Sammlerin. Die meisten, die ihr Reich betreten, werden von ihr an ihre Jungen verfüttert. Und jene, an denen sie interessiert ist, das sind die Unglücklichen. Diese bewahrt sie lebendig auf und sie können lange leben. Lange genug, um ihr Dinge zu erzählen. Man könnte sagen, sie sammelt Geschichten, Informationen. Welche Geschichten wird sie mir über dich erzählen, Samael? Vorsicht, sonst wirst du ein tragisches Ende nehmen. Manchmal stirbt ein Held letztendlich doch. Aber Reiter, ich mag Geschichten mit gutem Ausgang. Und jetzt bring mir das letzte Herz. Irgendwie gefällt mir Samael. Jetzt verpisst sich der Sack schon wieder. Seelenbrücke. Krieg kann nun Seelenbrücken begehen, die zuvor inaktiv waren. Stürmen sie mit Ruinen nur durch ihre Säulen. Um sie zu aktivieren. Ich kann nicht mehr lesen. Ja, mit der Nachricht von Headhunter würde ich es erstmal fett sagen, der Part ist beendet. Ich sagte mal tschüss, bis zur nächsten Folge. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da, wenn nicht, dann nicht. Wenn er euch noch besser gefallen hat, dann lasst doch gleich mal ein Like da. Also ich sagte mal tschüss, bis zum nächsten Part.